Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und dieses Mal ist ein Spiel dran, was ich jetzt schon länger vor mich hergeschoben habe, beziehungsweise immer verpeilt habe. Und zwar der gute Manuel, der hat sich das schon seit Ewigkeiten wirklich gewünscht. Und ich habe es irgendwie immer verpeilt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht warum. Ihr seht, worum es geht. Es ist The Flash. Er meinte beim letzten Video bei The Swamp Thing, dass das auch nicht so geil sein soll. Aber zufälligerweise habe ich hier so einen kleinen Flash mir letztens besorgen lassen. Also es war eine gute Idee seit lang, würde ich sagen. Und zwar zwei Arbeitskollegen sind in der Mittagspause zum Spielzeugladen gegangen. Ich habe dann einfach mal 10 Euro in die Hand gedrückt, bringt mir irgendwas mit. Und da haben sie mir dann den hier mitgebracht. Das ist ja hier Brickheads, heißen die von Lego. Die kann man zusammenbasteln. Da habe ich jetzt auch ein prima Ghostbusters-Set mir davon bestellt. Die Dinger finde ich super cool. Obwohl ich jetzt mit Superhelden an sich nicht wirklich was anfangen kann und mit The Flash auch nicht. Ich weiß nur, dass es da eine mittelmäßige Fernsehserie gibt und eher schnell ist. Also schauen wir mal in das Spiel rein, würde ich sagen. Ich starte schon mal und ich muss sagen, das Spiel der Sound geht mir jetzt schon auf den Keks. Also, Barry, the Trickster's escape from jail and he's set time bombs all over the city. Ich glaube, Barry ist der Flash, ne? Okay, also der Trickster ist entkommen und hat überall Bomben gemacht. Lass mich raten, wir sollen die wahrscheinlich entschärfen. Ja, bla bla. Okay. Okay, also was kann ich machen? Kann komisch schlagen, kann treten, kann ich nicht springen. Scheint so eine Art Beat'em-up zu sein. Warte, oder? Nein. Es ist eins dieser Spiele, wo man auf nach oben drücken muss, um zu springen. Nein, sowas ist nie gut. Piu, 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 piu. Immerhin sind wir wirklich schnell. Da muss ich rüberspringen. Mit dem tollen... Oh. Vom Stil her, vom Grafikstil erinnert mich das so etwas hier an Titus the Fox mit diesen Außenlinien. Okay, die Bombe haben wir jetzt anscheinend entschärft. Boah, es fängt ja jetzt schon an zu ruckeln. Ja, komm, hau die. Das fängt ja jetzt schon mit Slowdown an, wobei nur zwei Gegner da sind. Und dann diese Vasen und so weiter, wo man denkt, die sind eigentlich so im Hintergrund oder so, aber nein, er kommt nicht vorbei. Warum laufe ich hier durch ein Haus und muss hier sau viele Säulen kaputt machen und boah, das Springen, ey. Alter. Ich kann euch einen YouTube-Kanal empfehlen, der heißt Up is Not Jump. Der ist auch spielemäßig unterwegs, ist ein englischer Kanal. Der ist ganz gut, aber dieser Kanalname sagt mir eigentlich alles aus. Warum kann ich jetzt die Säule nicht wegboxen? Die sieht doch genauso aus wie alle anderen. Ich verstehe es nicht. So. Kisten. Wieso ist da oben... Ach, es geht ja noch auf Zeit! Ich habe mich gerade gefragt, was hier die ganze Zeit tickt. Das heißt, ich kann mir nochmal Zeit nehmen hier. Okay, 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 okay. Ich muss da irgendwie hoch. Ah, dieses Springen. Also die Hochtaste sollte niemals springen sein. Komm ich denn da hin? Time up. Okay. Fangen wir wieder von vorne an. Das Geile ist, den oberen Teil der Säule muss ich mit einem Tritt wegboxen, also wegschlagen, ne? Und den unteren Teil mit einem Schlag. Das macht sowas von keinen Sinn, weil ich das Schlag hier... Wie schaffe ich die eigentlich? Ich habe das so... Hier einfach dahin und ein bisschen bleiben, schätze ich mal. So. Boah. Boah, ist das technisch ganz fies. Da, zack. Also warum man diese Säule hier nicht umboxen kann, verstehe ich echt nicht. Keine Ahnung. Also ich beeile mich jetzt auf jeden Fall mal. Ja, die Grafik ist halt sehr simpel, würde ich sagen.
ist jetzt echt nichts Besonderes, ne? Wie gesagt, vom Stil her erinnert mich das so etwas an Titus the Fox, wegen diesen, weißen Außenrahmenlinien. Bei Titus war es, glaube ich, dass es dann schwarze Außenlinien waren. Das heißt, für die Bombe muss ich jetzt quasi von hier die präzisen Plattformen... Ja! Ach komm! Auch wieder rennt, ne? Also, die Rennanimation sieht schon irgendwie so aus, als ob er irgendwie eigentlich mal groß aufs Klo müsste. Ja, jetzt bleibt der da stehen und wenn ich den berühre, falle ich ja zurück. Der geht da nicht zurück hier. Toll, jetzt muss ich jetzt so lange immer da hingehen, einmal einen Treffer landen, bis der jetzt weg ist, oder was? Ey, wie lächerlich ist das denn? Boah, also Manuel. Lass mich raten. Die Lebensanzeige resettet wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich den Bildschirm verlasse. Wie soll ich den denn erledigen? Ich komme da nicht hoch. Der blockiert mich da. Der scheiß Zeitlimit, ey. Aber ich muss auch die Bombe da entschärfen. Ah, ey. Ein Versuch mache ich noch. Boah. Das Spiel, ey. Also ich nehme an, dass ich ja alle Bomben entschärfen muss, ne? Also stand ja in der Einleitung. Ja. Bin ich fast reingelaufen. Also immerhin springt er weit genug. Ja, immerhin, ne? Also nicht so wie bei, sagen wir mal, Fortress of 4 zum Beispiel. Wo es jetzt sehr knapp ist. Ja, komm. Ist die Bombe auf mich explodiert? Warum? Also das Kampfsystem, das fühlt sich jetzt auch nicht gerade knackig an, sage ich mal. Man hämmert halt auf die Tasten und hofft das Beste. Immerhin haben sie unterschiedlich aussehende Gegner genommen. Mach ich den da oben? Also, warte. Da musste ich ja gar nicht hin. Habe ich mich geirrt, ne? Hä? Aber hier war doch gerade noch eine Bombe. Ist die wohl schon explodiert, oder? So, hier war, glaube ich, auch eine Bombe, ne? Ja, komme ich wieder nicht hin. Oh, Leute. Die ist auch explodiert wahrscheinlich. Ich meine, wenn ich nicht schnell genug bin. Aha. Oh. Das ist der Fiesling von Flash. Da gab es auch schon mal fiesere, oder? Also einmal versuche ich es noch. Also, soweit ich das jetzt gelernt habe, muss ich halt so schnell wie möglich hier durchwaschen. Was natürlich durchaus Sinn macht bei The Flash. Wie entschärfe ich die denn? Das explodiert wieder, toll. Ich habe den glaube auch nur durch Glück irgendwie mehr entschärft, ne? So, ja. Zack, zack, zack. Also hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Ja, wie soll ich da jetzt an die Bombe geraten? Hm? Das ist wahrscheinlich explodiert. Toll. Wen schärfe ich die Scheißdinger denn? Kann nicht so schwer sein. Da oben muss ich erst gar nicht versuchen, rüber zu kommen. Da boxt mich dann gleich wieder runter. So, wo ist die nächste Bombe? Oh, schön, dass der Bildschirm so schön langsam mitscrollt, ey.
Danke. Dass ich überhaupt nicht sehe, ob da jetzt ein Hindernis ist oder sonst was. Ja, so zum Beispiel. Ich soll schnell laufen, aber der Bildschirm scrollt nicht schnell genug. Also für ein Spiel, das wirklich auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, ist das aber ganz schön lahm. So. Okay. Ich muss genau drauf sein und den boxen. Na los, 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 los. Zack, 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 zack. Aber es macht so keinen Spaß. Also. Vor allem, es macht nicht wirklich einen Grund, warum es jetzt Tritt und Schlag gibt. Also das hätten sie eigentlich als eine Angriffstaste nehmen können. Und dass das dann irgendwie unterschiedlich ist oder ähnliches. Nein, ich will da nicht hoch. Ich will springen. Oh. Das war aber knapp. Und diese Musik, die geht mir so auf den Keks. Und das jetzt schon. Oh Mann, ey. Manuel, da hast du dir was ausgesucht. Aber das hast du wahrscheinlich nicht ohne Grund gemacht. Jetzt kommt da gleich dieser Hoshi. So. Ich schätze mal, es wird der Fiesling sein oder Zwischenboss oder so. Jetzt muss ich hier. Es ist so paradox. Ich muss hier jetzt langsam vorgehen, damit ich hier die richtige Stelle finde. Damit ich da nicht reinfalle. Ey, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, das ist eine Bombe. Hey, ich habe das Level geschafft. Aber frage ich mich, warum gibt es denn die Bomben dazwischen durch? Also. Irgendwie. Oh, noch schönere Musik. Und noch tolle Grafik. Also, ist ja schön, wenn sie versuchen, so ein bisschen Hintergrund was zu machen, ne? Gameboy. Aber wenn das quasi gefühlt nur so eine graue Matschwüste ist, dann bringt das jetzt auch keinen Mehrwert, ehrlich gesagt. Oh, da hält aber auch nicht was aus. Hä? Hallo? Ist das ein Bug? Kann ich gar nicht treffen. Was ist das denn? Was war das denn? Der geht. Okay, das war dann also wirklich ein Bug. Schön. Als ob das Spiel... Oh, das Springen, ey. Ich komme damit nicht klar. Die Melodie sagt mir doch irgendwas. Kommt irgendwie bekannt vor. Oh. Keine Ahnung, woher mir das bekannt vorkommt. Eieieiei. Das hier eine Bombe. Ich ignoriere die jetzt einfach. Hier. Ich glaube, das ist vollkommen egal. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Ich glaube, das reicht auch, oder? Also danke, Manuel, für deinen Wunsch. Falls ihr auch nochmal Wünsche haben solltet, einfach in die Kommentare rein. Ich versuche mir jetzt eine Liste anzulegen, dass ich es immer nicht so verpeile. Also wirklich super Wunsch, das Spiel ist echt nichts. Also ein Spiel, was da oben zum Springen hat. Okay, Kung Fu Master hat es auch, ja. Das ist nämlich als eigene Ausnahme, wo das okay ist. Aber ne. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.